Open. So, grüßt euch, meine Damen. Heute zeige ich euch das Abus C83. Dieser Schließzylinder ist es. Und ich habe auch die Schlüssel dafür. Weg, sperren einwandfrei. Das Schloss kam auch in Neuzustand zu mir. Schlüsselzahnung ist wie folgt. Ziemlich tiefer Einschnitt in der Mitte, der es dann beim Picken ein bisschen schwierig machen könnte, die hinteren Pins zu erreichen. Aber das werden wir gleich sehen. Wenn wir einen Blick auf den Schließzylinder werfen, sehen wir ganz deutlich, wie der erste Pin hier gezahnt ist. Es sind auch noch weitere Sicherheitspins drin. Es sind Spulen oder Pilzköpfe drin, aber auch normale Pins. So, und immer wenn Sicherheitspins drin sind, ist es ja wichtig, so ein False Set zu erreichen. Das heißt, die Pins zu setzen, die nicht Sicherheitspins sind, dass man dann die Spulen- oder Pilzkopfstifte setzen kann. Und das werde ich versuchen zu erreichen, indem ich es rake. So ein schönes Rake und einen Spanner brauche ich auch noch. Den haben wir hier. Also, Spanner rein. Ist verschlossen. Leichten Druck auf den Kern. Und dann versuche ich mir mal ein Falset zu errütteln. Leichten Druck auf den Spanner. Okay. Schon passiert. Kann man, glaube ich, deutlich sehen, dass das Schlüsselloch nicht mehr gerade ist, sondern ein bisschen geneigt. So, und jetzt muss ich nur noch die Pins abtasten und schauen, welcher reagiert, also welcher eine Gegenrotation am Kern verursacht. Gehe ich von hinten, schaue mir jeden Pin an. Ist übrigens ein 5-Pinner, habe ich vergessen zu sagen. Na, der erste, da rutsche ich immer ab, dann nehme ich jetzt einen anderen Pick. Den da. So. Okay, und der ist es auch. Wenn man hier schaut, sieht man ganz deutlich die Gegenrotation. Jetzt muss ich den setzen. Okay, ist gesetzt. Schloss ist immer noch nicht offen, das heißt, es wird einer von den normalen Pins geflogen sein. Ich werde jetzt den Pinstack nochmal abgehen. Ups, nur kurz habe ich den berührt, dann hat er sich gesetzt und Schloss ist offen. Okay, so einfach kann es gehen. Abus C83, ein sehr schönes Übungsschloss, wenn man sich mit Sicherheitspins beschäftigen möchte und fühlen möchte, wie die funktionieren. Hat auch einen relativ zugängliches Schlüsselloch hier. Man kommt mit dem Tool relativ gut rein. Und ist ein 5-Pinner. Sollte man eigentlich nach kürzester Zeit relativ gut aufbekommen. Jo, das war's. Abus C83 gepickt, geöffnet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Picken. Ciao.